Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Valhalla Hills mit unseren kleinen Wikingern hier. Und es wurde mir in der letzten Folge vorgeschlagen, dass ich hier mal schauen sollte, dass die Farben vielleicht was bedeuten. Ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt kann ich nicht sagen, ob das da besser oder gut ist, wenn das Gebäude da steht jeweils. Ich weiß nur, dass es so recht viel abdeckt. Das sehe ich schon mal. Und hier ist es zum Beispiel... Da mache ich auch noch einen hin. Und... Hier so. Machen wir erstmal Logistik. Verdammt, da sehe ich überhaupt nichts. Ah, doch, da. Weg bis hierhin. Dann machen wir einmal einen Weg bis nach hier. Dann machen wir da den Weg. Und hier. So, haben wir schon mal so den Weg. Okay, ein Lager. Okay, da sammelt die Rohstoffe in der Gegend ein. Dann packen wir mal ein Lager hier hin. Das sieht doch schon mal ganz sinnig aus. Was macht denn ein Lagerfeuer? Ach so. Dann mach mal hier auch noch ein Lagerfeuer daneben. Dann lassen wir die jetzt hier erstmal. Wir brauchen. Ein Jäger ist doch gut, weil wir haben hier unten ja jede Menge Tiere. So, haben wir hier mal einen Jäger. Der Weg passt so. Guck mal, gibt es nicht auch sowas wie einen Bärensammler? Oder zumindest jetzt noch nicht. So. Da das hier hin. Und da den Weg so. Dann sollten wir mal anfangen mit ein paar Wohnzelten. Die passen ja dann hier, weil wir haben ja eh noch keinen Bärensammler. Mach mal 1, 2. Ist hier so der Wohnbereich. 3, 4. Jetzt haben wir ja endlich schon die Produktion, nicht wie beim letzten Mal. So. Untap. Dann hier noch einen Pfad. Und einmal so. Und so. So ist es doch schon mal ganz, ganz wohnlich. Was haben wir noch Neues? Jäger, Fischer, ein Steinbruch haben wir noch neu. Viele Gebäude, Werkzeuge, das benötigt. Okay. Alles klar, aber mal den Stein jetzt mal hier so hin. So. Hier unten haben wir theoretisch auch noch Steine. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da unbedingt so viele brauchen. Ah, perfekt. Hier sind jetzt die ganzen Sachen im Lager drin. Und mal schauen, Produktion. Ein Steinbruch könnte man theoretisch noch hier unten gebrauchen. Mach mal ihn hier hin. So. Kann man auch noch einen Fischer machen? Einen Fischer haben wir ja hier vorne. Mach mal den anderen Fischer. Hier so hin.
Und ich kann tatsächlich nicht sagen, warum das da an manchen Stellen grün ist. Weil eigentlich hat das ja damit, kann das ja nichts zu tun haben, wenn der Boden grün ist. Vielleicht, ich glaube etwas, dass es was mit der Höhe zu tun hat. So wie angepasst das werden muss. Aber ich bin jetzt dafür, dass wir hier noch einen Weg nach hier unten machen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Sieht das ja eigentlich schon mal nach einem echt guten Plan hier aus, alles. Aber Wohnhäuser haben wir, glaube ich, noch keine fertig. Nee, die bauen jetzt gerade hier hinten das erste. Auf jeden Fall brauchen wir da nämlich gerade noch ein paar. Was haben wir hier hinten eigentlich? Hier hinten haben wir auch jede Menge Holz. Aber eigentlich braucht man doch gar nicht so viel Holz. Also ich habe ja jetzt schon 3 Holzer. Das müsste eigentlich völlig reichen für meine Größe von meinem Lager hier. Mal gucken. Ja, das hat ja eine riesige Reichweite. Hat das echt das alles als Reichweite? Nee, oder? Packen wir mal hier noch ein Lager hin, so. Die sollten natürlich erstmal ein Haus fertig bauen. Das wäre auf jeden Fall hilfreicher. Ah, jetzt ist eins fertig. Ach, wir müssen die gar nicht anfordern. Die kommen auch von... Ah, okay. Das ist natürlich praktischer. Vielleicht können wir nur insgesamt diese zusätzlichen anfordern. Mal, ich guck mal gerade. Nee, das ist doch auf gerufene Wikinger auch. Ich glaube, ein Haus war 4. Das heißt, wir kriegen jetzt noch 8 drauf. Dann fehlt uns also noch ein Haus. Bauen wir denn das am besten hin? Können wir ja hier hinbauen. Ha, das ist so idyllisch. Ah, jetzt ist auch der Steinbauer fertig. Ich glaube aber, vom Holzen her, wir brauchen ja auch nicht mehr so viel Holz später. Neuer Beruf. Weil, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn erstmal die ganzen Häuser fertig sind, was brauchen wir denn dann noch großartig an Holz? Und mit 3 Holzern finde ich es immer eigentlich ganz gut dabei. Ich guck mal lieber, ob ich noch eine Jagdhütte baue, damit die mir nicht verhungern. Alle hier oben, genau. Einmal da. Und dann noch einmal auch so rum. Können wir hier oben noch auch noch ein Lager hinsetzen. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. So. Das sieht doch jetzt schon mal ganz gut aus. Wenn die nämlich hier fertig sind mit den Häusern, dann können wir nämlich schon mal unsere Krieger für oben bauen. Ich überlege auch, ob ich vielleicht hier unten noch ein Lager setze. Einmal so und... So, falls dann nämlich hier außenrum noch ein bisschen was an Materialien übrig ist,
können die das dann nämlich immer direkt dahin bringen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm. So, jetzt brauchen wir noch 12 Wikinger, brauchen wir. Ja, jetzt haben wir noch 4. Nicht 4, noch 8. Tutorial Steinbruch. Genau, das hatten wir schon. Genau, den beiden Häusern fehlt gerade noch Holz. So, jetzt haben wir wieder eins fertig. Genau, eins fehlt noch. Dann haben wir sie alle voll. Machen wir doch schon mal eins, zwei, drei. So. Kann ich gerade keine Pfade mehr bauen? Ach doch, lol. Das war irgendwie gerade ein Fehler. So. Können wir nämlich jetzt auch mal sagen, hier, die hier machen Bögen. Das ist jetzt erst gleich fertig und zwar jetzt. Und die hier Äxte. Okay, jetzt haben wir hier unten auf jeden Fall noch ein Gebäude. Das ist der Fischer, der ist noch nicht fertig. Und hier haben wir noch eine Jagdhütte, die auch noch nicht fertig ist. Mal schauen. Ich glaube fast, das ist eigentlich viel zu viel, was wir an Nahrung hier haben. Mach mal die hier lieber weg. Den Weg brauchen wir dann auch nicht mehr. Dann machen wir einfach direkt so, dass wir sagen, wir machen den Weg hier so. Und dann haben wir hier noch den zweiten, der bekommt auch nochmal Äxte. Was haben wir eigentlich da? Ist das hier noch ein zweiter Turm? Es ist genau an der Grenze. Mal gucken, was wir hier an Kriegern haben. Die haben alle noch keine Bewaffnung. Da warten wir diesmal lieber noch ein bisschen. Das sieht oben diesmal nämlich ein bisschen nach mehr Verteidigung aus. Irgendwie sieht das hier so aus, als fehlt ihnen Holz. Wofür brauchen die denn gerade das ganze Holz? Und das ist gerade alles die... Okay, die haben anscheinend beides. Bogen und Waffen. Okay. Anscheinend brauchen wir doch nochmal deutlich mehr Holz, als wir am Anfang gedacht haben. Da werde ich beim nächsten Mal dann echt nochmal ein bisschen mehr Holz bauen. Ihr seht ja gerade, wie die alle... Oh, Hilfe. Wie die alle Holz brauchen anscheinend. Oje, Mini. So, 5 Krieger haben wir da pro Bereich und die sammeln sich jetzt anscheinend hier auch selber ihre Sachen. Mal gucken. Ja, die nehmen sich gerade selber Stücke auf. Okay. Hat hier schon irgendwer eine Waffe von denen?
Ja, die kämpfen alle mit Stöcken. Keine Ahnung, ob das so clever ist. Auf jeden Fall braucht die hier unten. Die brauchen definitiv noch Holz. Wie viel Holz fehlt ihnen noch? Verstehe ich gar nicht. Hier ist doch richtig viel Holz sogar. Haben wir einfach keinen Wikinger, der das gerade hier transportiert oder so? Weil es sieht so aus, als hätten wir richtig viel Holz, aber irgendwie kommt keins an. Warum laufen die eigentlich immer nach da unten? Machen wir nochmal hier einen Weg. Vielleicht brauchen sie da auch nochmal was. Vielleicht haben wir einfach nur keinen Waffenbauer und deswegen kriegen die alle keine Waffen und haben deswegen alle nur Stöckchen in der Hand. Machen wir einfach mal auf. Oh, ist denn jetzt... Oh, oh. Das sind diesmal drei Eiswikinger direkt. Gerangel! Ja, aber okay, das schaffen wir trotzdem noch. Aber die haben ja schon Waffen, wie gemein. Wir haben nicht mal was auch immer, was? Was ist da oben? Was ist mit dem? Ach, der attackiert. Ja, sehr gut, dass du uns darüber informiert hast. Ja, dem einen geht es schon gar nicht so gut bei uns. Hoffentlich überleben das. Den einen haben wir... Den anderen auch. Und yeah, wir haben keinen Wikinger verloren. Tada! Grandioser Sieg. So. Können wir mal gucken, ob wir beim nächsten Mal dann vielleicht auch gescheit Waffen bauen können und sowas. Ich schaue direkt schon mal nach. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Brunnen, eine Farm. Nice. Und was ist das hier? Ach, gut, dass wir das nicht wussten. Sehr gut, fürs nächste Mal wissen wir, wir können hier nach oben noch gehen. Oh, und wir können jetzt ein Nachschublager machen. Das ist doch schon mal auch ganz gut was. Und eine Brauerei, sehr gut. Also das nächste Mal werden wir deutlich mehr bauen können. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.